So, hallo. Ich zeige dir jetzt mal, wie ich meine Spüle putze. Und zwar, die ist natürlich immer nicht ganz so ansehnlich. Dazu verwende ich Zitronenbalsam. Das reinigt nicht nur, sondern es pflegt auch. Schau selbst. Ich verwende hier den Spülbottler, mache ihn feucht. Schäume Zitronenbalsam schön auf. Und putze jetzt hier einfach mal ein Loch. Und auch hier, dass du siehst, was es für ein Ergebnis gibt. Ich spüle es ab einfach wieder nach meinem Köpfeputzen. Ja, und man kann hier seitlich schon erkennen, was es für einen pflegenden Effekt auch hat. Und zwar, wenn ich das jetzt hier nochmal trocken reibe und ich gehe da nochmal drüber. Dann seht ihr, siehst du, dass es gleich abperlt.